Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen am 20. Mai 2018, Dual Seelen und Geheimnisse. Was möchte ich mit diesem Aufnahmen vermitteln? Natürlich Geheimnisse. All das, was ich im Horoskop, im Tageshoroskopen erkennen kann, die verborgenen Dinge ins Licht zu bringen, erkennen, welchem Geheimnisse das handelt, was spielt sich im Verborgenen ab, was ist zum Erwarten in die kommenden Tagen, was noch ein Geheimnis ist, aber nicht nur das, sondern Vergangenheit. Welche Energie kehrt zurück? Das sind auch Geheimnisse, weil wir spüren dieselben Energie wie am 18. November 2017. Die Energie ist wieder da und hier handelt es sich nicht nur um Tagesgeheimnisse, sondern hier handelt es sich oft um duale Seelenprozesse. Was bedeutet das? Die Seele ist untrennlich, also kann nicht in zwei Teile teilen. Aber es sind Seelen, die miteinander verbunden sind, weil sie kennen sich von früher, von einem früheren Leben. Und sie haben gleichen Themen oder gleichen Gefühlen, ähnlichen Gedanken. Und es entsteht wirklich eine starke Verbindung. Das spiegelt sich etwas. Das ist wie eine Zwillingsseele. Und diesem Zwillingsseele kennen kein Raum und Zeit, sondern sie sind immer miteinander verbunden. Und natürlich entsteht eine Art Gefühlsaustausch oder Telepathie. Es passiert im seelischen Ebenen oder ich könnte sagen im kosmischen Energieebenen. Das sind kosmischen Lieben, so würde ich das mal beschreiben. Und natürlich ist diese Verbindung da und das kann man immer aktivieren und wir sollen das auch pflegen, Gefühlen zeigen oder unseren Wünsche vermitteln, weil die andere spürt das, die Energie kommt an. Und was bedeutet uns das für den heutigen Tag? Welche Erinnerungen haben wir? Es sind die Erinnerungen heute an diesem 18. November 2017. Es gibt Menschen, wo dieser Tag nichts bedeutet. Dann spricht es auch heute gerade nicht an. Aber es gibt Menschen, die was Besonderes erlebt haben. Und das hat eine Wichtigkeit und das sollen wir heute wahrnehmen, befestigen, weil das sagt etwas aus. Oder es sind Menschen, die in diesem Tag, in diesem 18. November 2017 traurig waren. Jetzt kommt wieder die Energie, kommt wieder alles hoch und es ist wieder eine Transformation oder Reinigung, das alles in Ordnung zu bringen. Was war da in diesem 18. November 2017? Es war Neumond. Und bei Neumond neigen wir dazu, dass wir zurückziehen. Sogar ist es auch klug, mal zurückziehen und meditieren. Aber in diesem Tag war auch Rückzug, vielleicht von euren Partner oder Wunschpartner, dass er gerade sich unsichtbar gemacht habe. Die Wünsche, Sehnsüchte war sehr spürbar, aber auch die Hoffnungslosigkeit. Diese Liebe geht nicht zum Erfüllung. Und auch die Frage, trennt er sich von jemand, kann er etwas loslassen wie Angst oder Zweifel oder die Angst selber, dass diese Beziehung beendet wird, dass von dieser Liebe nichts wird. Das heißt, die Zweifel, die Unsicherheit ist da. Viele Menschen stellten damals die Frage, wird da klare Entscheidung getroffen, ja oder nein? Und wie können wir die Angst, Zweifel überwinden, die Verlustangst? Weil die Bestätigung kam nicht. Dieser Mann, und hier ist wirklich die männliche Energie, das was auslöst, dieser Rückzug. Natürlich männliche Energie haben wir Frauen auch. Das ist unsere Kraft,
unserem Lebenskraft, das Leben zu bewältigen, etwas durchsetzen. Und gerade diesen Neumond haben wir das auch gespürt, dieser Rückzug, dass wir die Ruhe, dieser Rückzug brauchen, wieder Kraft zu schöpfen. Ich spreche nicht für den heutigen Tag, sondern das war in diesem 18. November. Das war die Energie. Das heißt Neumond, Rückzug. Die männliche Kraft steht in Spannung, braucht Erholung. Das kann eine männliche Person sein, wo gerade im Rückzug ist und verschwindet. Aber kann uns Damen auch das treffen oder hat getroffen damals. Damals, wir machen einen Rückblick, dass wir damals so kraftlos gespürt haben, gefühlt haben, so kraftlos uns gefühlt haben, dass wir dieses Bedürfnis gehabt haben nach Ruhe, auch nach Rückzug. Und die Frage war, was soll ich beenden, loslassen? Und die Frage war, trifft er klare Entscheidung? Kann er überhaupt von etwas trennen oder von etwas loslassen? Und dann entstehen auch die Verlustängste. Das war die Energie damals und diese Energiefeld ist wieder da und wir spüren das. Und was hat sich verändert? Die Energie kehrte zurück oder die gleiche Thema kehrte zurück oder dieser selbe Mann kehrte zurück. Was ist heute sichtbar oder spürbar und wie kann ich das beschreiben? Wie wirkt das auf uns heute? Das heißt, etwas kehrt zurück, die gleichen Themen oder die gleichen Themen. Jetzt haben wir wieder die Erwartung nach Sprache, nach Kommunikation, nach Klarheit und es ist noch nicht da. Und die heutigen Tage belehrt uns, geduldig zu sein und im Vertrauen bleiben, weil in die kommenden Tagen kommt die Antwort. In die kommenden Tagen kommt ein Nachricht. Und die heutige Aufgabe ist, auf das zu vertrauen. Und wenn das wirklich um eine Dual-Seele-Liebe handelt, oder die Seelen lieben sie sich und sie haben sich gesucht, gefunden, dann können wir wirklich auf diese göttlichen Fügung vertrauen. Und wenn diese Nachricht, diese Bestätigung oder diese klare Entscheidung damals und auch heute noch nicht da ist, heute ist die Aufgabe abwarten, im Vertrauen bleiben. Es dauert nicht lange. Wir werden in diesen Tagen, in die kommenden Tagen, eine Antwort bekommen. Und dann löst sich das alles auf, weil wir brauchen nicht Angst haben oder unsicher zu sein. Die Bestätigung ist unterwegs und die Bestätigung kommt. Wo liegen noch Geheimnisse? Das ist eine rechtliche Lage. Entweder ein Gerichtstermin, dass Neuigkeiten kommen, das kann ich auch verkünden, das ist auch unterwegs, dass etwas erkannt wird und kommt die Wahrheit ins Licht. Oder eine Situation, wo wir ungerecht behandelt gefühlt haben, da kommt auch die Wahrheit ins Licht. Das sind noch die Geheimnisse, was ich auf dem heutigen Tag mitgeben kann. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.